Das Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung von der Insel. In einer öffentlichen Bedürfnisanstalt wurde Perft P. aus A. von der Insel in einem besorgniserregenden Zustand aufgefunden. Seit den Abendstunden laufen die unermüdlichen Ermittlungen. Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Aufklärung des Falles gebeten. Sachdienliche Hinweise bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle unter der bekannten Nummer 0870 90. Na gut, mehr dazu von Heinz Wolf, es ist doch zu kurz. Großer Gott, jetzt ist es schon wieder passiert. Die Gefahr des allgegenwärtigen Terrors greift wieder mal um sich. Zuerst die schreckliche Meldung vom Stranden des Blauwalds Nelly, dessen Detonation noch im Umkreis von 200 Kilometern zu spüren war. Selbst unsere idyllische Insel bleibt vom Terror nicht verschont. Die hiesigen Polizeiorgane haben jedoch alles unter Kontrolle. Unser Außenkorrespondent Bob Wurst ist gerade direkt vor Ort. Bob, wie ist die Lage? Hallo, Hallöchen, ich melde mich hier genau vom Standort, dem Tatort nämlich. Das war ja gestern Abend gewesen, Sie haben das ja sicherlich schon gehört. Wir hatten ja gestern auch schon berichtet von uns aus dem Studio. Raus, was? Sie verstehen, was ich meine? Der Kommissar persönlich, ich weiß noch nicht genau, ob es... darf ich Sie mal eben verstören? Ach so. Ich glaube, wir dürfen hier ja nicht so viel anrühren, weil das ist ja alles doch nicht im rechten Bild. Innenminister Reid teilte mit, dass seit den Anschlägen auf die inseleigene U-Bahn vor gut einem Jahr 4 weitere Terrorangriffe verhindert worden seien. Und dass man auch derzeit nach den vereitelten Flugzeugattentaten auf neue Anschlagsversuche gefasst sein müsse. Bob, ist die Bevölkerung dahingehend informiert? Der Kommissar. Meine Damen und Herren, auch ich begrüße auch meine Freunde in Österreich und in der Schweiz drinne. Freilich, war ein kleiner... Herr Wurst, nun sind diese Ereignisse ja nicht alltäglich für die Region. Wie gehen denn die Menschen vor Ort mit der Gefahr um? Wurden schon Schutzmaßnahmen getroffen? Noch nicht? Jetzt. Ach so. Ich stehe hier am Ort des Geschehens, was heute Nacht sich hier abgespielt worden war. War schon verrückt gewesen. Hier auf! Sie sehen es selbst, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Gäste aus Österreich und der Schweiz. Lieber Jubilar. Leidet schon die Gastronomie darunter? Sind schon Einbußen spürbar oder gehen gar die Besucherzahlen bereits zurück? Ich grüße noch meine Mutti und meine Schwester zu Hause in... Was ist hier los? Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für die Ostseeküste herausgegeben, weil dort Gefahr von schweren Gewittern mit Tornados droht. Morgen wird das Wetter dann anders. Die nächsten Nachrichten gibt es um 0.45 Uhr und zu einem neuen Heute-Journal begrüßen Sie hier morgen Klaus-Peter Siegloch und Barbara Hallweg. Einen angenehmen Abend noch, auf Wiedersehen. Jetzt musste ich aber Luft holen.